Ja, hallo mal wieder allen Zusehern von CryptoTV. Vorab erstmal herzliche Gratulation allen Überlebenden. Na, ich fange jetzt nicht wieder mit dem alten Kalauer an, mit den Genesenen, den Geimpften, den Gestorbenen und so. Da wissen wir ja inzwischen, da waren die Experten und die Expertinnen nie so kompetent. Wie heute eh öfter, macht aber nichts. Sondern ich gratuliere allen, dass sie die Greta Thunberg-Apokalypse überlebt haben. Irgendwann letzte Woche, man möge mir verzeihen, ich habe die letzten Tage sehr viel gearbeitet, sehr wenig frei gehabt und es geht ziemlich rund in meinem Leben. Ihr wisst, die Gästezahlen gehen stark zurück, auch wenn der Wöginger was anderes behauptet. Dafür nehmen die Verhaltensoriginellen in diesem Land zu. Und nein, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Bandenkriege in Deutschland, wo Spiegel TV jahrzehntelang die Hells Angels und andere Rockergruppierungen als das böse Feindbild an die Wand projiziert haben und jetzt draufgekommen sind. Das war eigentlich alles Pillepalle im Vergleich zu dem, was jetzt passiert. Sondern es geht eigentlich darum, dass Greta Thunberg vor 5 Jahren einen Tweet, glaube ich, heißt das ganz offiziell, gemacht hat bei Twitter, also als das damals noch total Richtung Systemkonformität war. Ihr wisst ja, da ist ja während der Pandemie einiges zensiert worden. Jedenfalls hat unsere liebe Greta dereinst bemerkt, dass im Jahr 2023, irgendwann letzte Woche offiziell, der Untergang der Menschheit bevorsteht, wenn wir nicht sofort, vor 5 Jahren nämlich, das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen, Ausstoß von Methan von Kühen und was weiß der Teufel nicht alles. Dazu schaut euch einfach den Begriff Keulung in Großbritannien und Co. an. Abschaffen und da wären wir alle gestorben. Also ihr seht, ich stehe zwar, weil ich einmal mehr ein bisschen Schlafmangel habe, mit der Verdunklung da, wo es gar nicht so sonnig ist. Ich habe die Jacke neben mir hängen, weil es gar nicht so warm ist. Ich glaube, der Klimawandel macht schon wieder ein bisschen Pause. Aber dann ist es ja bekanntlich das Wetter. Nichtsdestotrotz, also Gratulation, dass ihr alle überlebt habt und dieses Video offensichtlich noch in voller Mannschaft, also so irgendwo zwischen 35 und 200 Leute schaut. Hallo natürlich auch allen Kommentatoren und weil ich schon wieder viel zu lang rede, machen wir es kurz. Wir haben heute Dienstag, den 27. Juni. Das heißt, in knapp 3 Tagen endet nicht nur der Pride Month, dazu werden wir dann eine eigene Geschichte machen, sondern auch ganz offiziell der Wahnsinn, den der Angstschober. Ja, wie hat der Mensch geheißen, der als Mediziner nicht gewusst hat, wie das ist mit Injektionen und Sachen, die in die Blutbahn... Mückstein hat er geheißen und er war Doktor. Ja, und dann haben wir ja noch gehabt den Porno-Hannes. Worum es da geht, schaut euch an beim Thomas Breit und dergleichen. Scissoring und so, ihr wisst ja, wie immer das dann auch mit dem Safer funktioniert. Wurscht auch, schaut euch das selber an. Ich bin ja hier nicht der Aufklärungsonkel der Nation. Das ist ja quasi unser dritter Gesundheitsminister im Bunde, eben Johannes Rauch, sprich der Porno-Hannes. Ja, wir haben heute viel zu tun. Wir wagen uns heute nämlich in die Höhle des Löwen, der Systemmedien. Und ja, was es damit auf sich hat, werdet ihr jetzt dann gleich, ja, ich hätte mal gesagt, so bald wir im Europark waren, da fahren wir nämlich wieder hin mit den fossilen Brennstoffen, weil wir ja überlebt haben. Und da machen wir dann wieder Kopien an meiner Lieblingshöllenmaschine, weil man ja im Zeitalter des Datenschutzes selber dafür sorgen muss, dass das funktioniert. Ich habe ja in einem der Videos schon bemerkt, ich habe in letzter Zeit sehr viel Gerichtsverhandlungen gehabt. Ja, yeah, jetzt wird es eine Nahaufnahme. Also für alle, die überlebt haben, ja, ich habe schon Angstpickel. So, jedenfalls, wir verfahren da wieder ein bisschen fossile Brennstoffe, weil wir sie jetzt überlebt haben. Und sind dann quasi selber dem Datenschutz verpflichtet, weil ich habe ja schon erwähnt, letzten
bei Gericht und so ist es nicht mehr so. In Arztpraxen ist es auch so, dass man unterschreiben muss und dann plärt die Sprechstundenhilfe quer durch den Saal an Namen und den Befund schickt man wieder zum Herrn, zum Doktor sowieso und das geht dann noch an ihre E-Mail-Adresse sowieso. Also wie gesagt, Datenschutz in Österreich ist ungefähr so kompetent gelöst wie die SPÖ. Also falls Sie wer nicht erinnern kann, irgendwann ist der T-Rex ausgestorben und das Mammut und der Neandertaler. Und dann die SPÖ, die weiß es aber noch nicht, weil das ist eine österreichische Partei. Böse Zungen würden also behaupten, die ist blöd, dass es kapiert. Da war es ja so, dass die nicht bis 600 zählen konnten und dann jetzt einen neuen Parteivorsitzenden haben, also doch den anderen. Da gibt's jetzt wieder einen, der klagt, weil es vielleicht doch nicht der werden soll. Und während der es nur ist, hat der ein weiteres Mal bewiesen, dass die SPÖ und Zahlen und Mathematik nicht so klasse sind. Der hat nämlich ausgerechnet, dass Tempo 100 ja quasi eine gravierende Unterscheidung von 4 Minuten in der Vorzeit sind. Tatsächlich waren es dann doch 22 Minuten. Auch das könnt ihr euch, glaube ich, anschauen beim Thomas Breit. Und ja, wie gesagt, es geht heiter weiter von einer viele Jahrzehnte lang staatstragenden Partei zu erwarten, dass die mit der hohen Kunst der Mathematik, also 10 bis 600 und ähnlichem klarkommt. Das wäre überbewertet. Deswegen hätte ich gesagt, alles ist gut. Unser Kanzler, also ihr wisst schon, der Party-DJ, auch dazu gibt es ein Video, der Roman wird es verlinken, hat jetzt aktuell wegen des Putsches, der dann irgendwie doch nicht stattgefunden hat, Thema Prigozhin und Wagner-Söldner-Truppe, alles genau beobachtet. Ja, was soll man sagen, beobachten tun wir schon lang, Experten und Expertinnen haben wir auch. Und rausgekommen ist dabei, dass die Teuerung immer noch hoch ist und der Wahnsinn immer noch galoppiert. Aber wie gesagt, das wird sich mit 30.06. alles ändern. Und weil das sonst alles wieder zu lang wird, hätte ich einfach gesagt, sind wir mal dahin und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir irgendwo angekommen sind, an der Höhlenmaschine und so was Spannendes gibt. Damit bin ich raus. Baba. Und nachdem es heute ein bisschen frisch ist, für den Abgang, nur ein bisschen Modelabel, ja. Ja, nachdem der Roman jetzt, obwohl es gar nicht wichtig ist, festgehalten hat, dass man kontaktlos zahlen muss, ich habe gar nicht zahlt, ich habe nämlich vor geraumer Zeit zwei überteuerte Levis-Hosen im Levis-Shop, wo der kontaktlos zahlen Hinweis ist, käuflich erworben. Davon habe ich eine dann 4 Tage getragen, dann war sie auch schon kaputt, da hat es dann nämlich die Knöpfe weggesprengt. Jetzt habe ich eine neue, schauen wir mal, ob die länger lebt. Ja. Und der Hosenboden ist auch schon aufgeschaltet gewesen, obwohl es neu war. Naja, was ich viel erschreckender finde, ist, wir leben da in Zeiten, wo man sich auf die Straßen pickt und alles Mögliche tut. In jeder Hosen ist ein Waschhinweis, Wassersparen und hast du nicht gesehen, was ich ja grundsätzlich nicht einmal schlecht finde. Und dann erklärt die Verkäuferin, ja, da ist auch ein Knopf ausgesprengt in der Hosenleiste. Und sie hat eine Abriebstelle und deswegen wird die weggeschmissen. Also ich hätte gesagt, da macht man, weiß ich nicht, einen neuen Knopf rein und verkauft die von mir als vergünstigte Ware. Oder nimmt sie zumindest als Teileträger für irgendwas her. Aber dass man sagt, man schmeißt eine niegelnagelneue Hose, nur weil ein Knopf in der Knopfleiste raus ist und sie Abriebspuren hat, gleich weg nach ein paar Wochen, finde ich heftig. Ja, aber wie gesagt, das ist das neue Umweltbewusstsein. Das ist so ähnlich wie mit der neuen Normalität. Also alles, was man da so neu einführt, finde ich immer relativ scheiße. Geplante Obsoleszenz in Reinkultur halt, ne? Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt eigentlich gänzlich am Thema des heutigen Videos vorbei und damit wird es wahrscheinlich wieder länger als gedacht. Ei, macht aber nichts, wir halten es einfach fest. So, es geht jetzt zurück in die Tiefgarage und dann holen wir die Schwurblertasche und dann geht es zum eigentlichen Programm. Ja. Also jetzt habt ihr an meinem alltäglichen Bekleidungsdesaster, ein bisschen Teil gehabt. Ungeplant.
weil die im Shop stehen haben, dass man bargeldlos zahlen soll. Was ich inzwischen wieder kann, weil ich dann doch im zweiten Anlauf Kreditkarten gekriegt habe. Die erste ist nämlich von unserer höchst kompetenten österreichischen Post bei der Zustellung irgendwie verschlampt worden. Da kann man jetzt nur sagen, ACAP, All Cops are Postlers. So, damit sind wir jetzt raus. Ja, also der Roman hält fest, wir stehen hier wieder bei der Post, da werden scheinbar Mitarbeiter und Innen gesucht. So wie es ausschaut, Vollzeit für 1904 Euro. Ich gehe davon aus, dass das ein Bruttogehalt ist. Dafür gibt es dann einen Teuerungsbonus vom 1.7. bis zum 31.12. Allerdings glaube ich nur dieses Jahr in Höhe von 300 Euro, wahrscheinlich auch brutto nur stark. Wir schauen uns das jetzt einfach an, werden Sie Teil unseres Teams. So. Da ist nämlich eine von vielen Dokumentationsakten. Du hast schon ein paar Kilos dran, ha? So, wie fett. Kriege kurz aus wie Breitbild 16:9 Film. Ja, das ist nur eine von drei für die Aufarbeitung, also sozusagen das Jagdwaschen-Archiv. Und da sind wir jetzt beim Thema Anzeigen. Das ist dann, damit das Kind einen Namen hat, der ganze Backen da. Und da werde ich mir jetzt ein bisschen was raussuchen, werde ein paar Kopien machen, das muss der Roman nicht filmen, weil sonst dauert das Video zu lang. Außerdem muss man dann wieder irgendeine Vorstellmusik einblenden und dergleichen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich mit dem Ding kämpft. Wir sind da jetzt einmal raus, aber wie gesagt, nur das sind Anzeigen, komprimiert, von 2020 bis theoretisch zum heutigen Tag. Ne? Aber mit 30.06. Ende des Jahres. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt einmal raus. Aktenkundig, Elvis. Ja. Der Roman hat natürlich in seiner boshaften Art einmal mehr festgehalten, wie unglaublich voll so ein Shopping-Tempel an einem bewölkten Tag ist. Also damit einmal mehr ein herzliches Sigi Maurer an den Herrn Böginger. Wir sitzen jetzt, wie man im Hintergrund unschwer erkennen kann, bei der Nordsee, damit der Roman ein paar Omega-3 und sonstige gute Sachen für seinen Körper bekommt, weil die schulmedizinische Behandlung mit seiner Bestrahlung nicht ganz so angeschlagen hat. Außerdem brauche ich langsam, nachdem ich heute schon wieder seit den Morgenstunden auf bin, das ist in meinem Falle seit 9, ein bisschen was zwischen die Zähne, weil ich sonst bissig werde. Und nachdem man hier bei der Fütterung nicht filmt, macht der Roman das jetzt. Wir haben da jetzt einen dicken Backen schön geschwärzt mit lustigem Material, was wir jetzt dann in weiterer Folge der Kronenzeitung oder einem bereitwilligen Mitarbeiter der Kronenzeitung in Salzburg vorlegen werden. Der gute Mann hat einst schon die Verwaltungsgerichtsgeschichte von unserem wackeren Mitstreiter, dem Max, dessen Ruf nach Freiheit ja wortwörtlich über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde, in einem Artikel publik gemacht. Und nachdem ja der Roman bei all seinem Einsatz mit seinem Kanal nicht dieselbe Reichweite wie eine Kronenzeitung hat, natürlich auch nicht die finanzielle Unterstützung durch geschaltete Anzeigen und sonstige finanzielle Zuwendungen seitens des Systems, habe ich mir gedacht, schauen wir doch mal, dass wir vielleicht ein bisschen auf uns aufmerksam machen und besuchen heute passend zu Löwen und Giraffen und Nashörnern, die hier im Europark in einer Sonderschau ausgestellt werden, sozusagen die Höhle des Löwen. Jetzt gibt es denn hier aber erst einmal ein bisschen Schwimm-Schwimm, sprich ein bisschen Fisch. Und deswegen wird der Roman jetzt nicht weiter filmen und wir verfahren dann einfach nur ein bisschen fossile Brennstoffe. Ihr wisst ja, wir haben die Apokalypse der Greta Thunberg mit Ach und Krach überlebt. Der Tweet ist inzwischen ja gelöscht.
Wen wundert es im Netz? Das war wahrscheinlich medizinische Falschinformation gewesen. Ja, und dann wird es wieder einen Einstieg geben, wenn wir bei der Krone vor Ort sind. Und jetzt hätte ich einfach einmal gesagt, Mahlzeit. Mahlzeit.